Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Leopardenschützenfisch, den ihr auch hier bereits seht. Der Fisch ist wirklich ein sehr interessantes Tier. Dazu kommen wir aber natürlich gleich. Vorab kommt noch einmal das Intro und danach geht's weiter mit dem Video. Jetzt geht es auch direkt los mit dem Leopardenschützenfisch, den könnt ihr hier bereits sehen. Vorab möchte ich euch aber wie immer noch auf Instagram und auf Facebook hinweisen. Dort findet ihr wie immer neue Fotos, die ich auch eigentlich jede Woche mittlerweile poste, mittlerweile sogar 2 bis 3 Mal die Woche. Und natürlich könnt ihr auch dort gerne Kommentare da lassen und mir folgen, damit ich weiß, dass ihr an meinen Beiträgen interessiert seid. Und jetzt geht es um diesen schönen Fisch, einen Leopardenschützenfisch, wie man hier sehen kann. Ein sehr schön gemaserter Fisch, länglich aufgebaut, riesengroße Augen für den Körperbau. Natürlich ist diese Körperform eigentlich hauptsächlich auf das schnelle Schwimmen ausgelegt. Daher ist er auch so stromlinienförmig und natürlich sehr schnell demnach. Und das Lustige an diesem Fisch ist, oder das Interessanteste, was man über diesen Fisch sagen kann, ist, dass er, wie er schon sagt, Schützenfisch, der Name, dass er schießt. In dem Sinne mit einem Wasserstrahl und so Insekten von Blättern oder von Ästen oberhalb der Wasseroberfläche rausschießen kann, indem man seine Kiemen Deckel zusammenpresst und dann aus dem Maul einen Wasserstrahl, der eigentlich relativ konstant ist, rausschießen kann und so die Insekten nass macht, damit sie nicht mehr wegfliegen können und ins Wasser runterfallen und dann frisst er sie. Aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr ihn im Aquarium halten wollt, er wird ungefähr dann 15 cm groß, also ab 300 Liter und eben wie gesagt, keine Gedanken machen, er frisst nämlich auch ganz normal Mückenlarven, die im Wasser rumschwimmen, Krebstiere, eigentlich alles, was ihr dort an Lebend- und Frostfutter reinschmeißt, also dort keine Gedanken machen, ihr müsst nicht oben einen Ast drüber hängen und dort Heuschrecken oder so draufsetzen, also er frisst auch ganz normal die Insekten oder Larven, die er ins Wasser hineinschmeißt. Natürlich gebe ich euch auch noch die Infos zum Fisch für die Mindestanforderungen. Wie eben schon gesagt, ungefähr ab 300 Liter, 240 Liter wird angegeben. Bei 15 cm Tier bin ich aber mittlerweile eher der Meinung, ab 300 Liter. Wenn ihr eine Gruppe von mindestens 5 Tieren haben wollt, dann sollte das auf jeden Fall eine Mindestanforderung sein, eher schon mehr. Gerade wenn ihr im Gesellschaftsaquarium halten wollt, sollte das auf jeden Fall schon Richtung 400, 500 Liter gehen. Gerade bei 5 Tieren und 15 cm sind auch eben nicht klein. Wichtig dabei zu beachten ist auf jeden Fall, dass ihr diesen Fisch aufgrund seiner Größe nicht mit allzu kleinen Fischen vergesellschaften solltet. Dadurch habt ihr nämlich dann das Problem, dass diese einfach gefressen werden, genau wie größere Insekten für den Fisch halt üblich sind. Und sonst ist er aber sehr friedlich auch gegenüber anderen Tieren, innerartlich auch. Also da braucht ihr euch, obwohl er Jäger ist, keine Gedanken machen, dass er an andere Fische rangeht. Wichtig ist noch zum Aquarium, dass die Temperatur zwischen 25 und 28 Grad betragen soll. Der pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 ungefähr und die Härte zwischen 8 und 18 bis 20, also etwas stärker oder etwas härter schon. Für das Aquarium dieses asiatischen Fisches, also ein Südasien-Biotop, sollte zusätzlich noch beachtet werden, dass wir hier sehr viele Pflanzen vorhanden sind, auch gerade am Rand des Aquariums und natürlich auch viele Wurzelverstecke und Steinhöhlen. Aber was auch wichtig ist, sind Schwimmpflanzen, die jetzt hier nicht direkt zu sehen sind auf dem Video. Aber dadurch können wir die Fische etwas besser im Aquarium halten, da sie auch gerne springen. Und dabei ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir eben ein abgedecktes Aquarium haben, weil die Fische sonst rausspringen und wenn wir es nicht früh genug merken, leider auch versterben würden. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass entweder ein Netz über dem Aquarium ist oder halt wie gesagt eine Glasscheibe, damit eben kein Fisch rausspringen kann. Was zusätzlich noch wichtig ist, wie eben schon gesagt, dass die Beleuchtung etwas gedämpft ist, also nicht zu hell. Deshalb auch die Schwimmpflanzen und die Höhlen und Verstecke, damit der Fisch sich dort auch sehr wohlfühlen kann und auch genügend Rückzugsflächen hat, um eben nicht den ganzen Tag unter Stress zu stehen. Zur Zucht dieses Fisches kann ich leider nicht allzu viel sagen. Ich weiß nur, dass er ebenfalls leicht in Höhlen oder in feinfriedrige Pflanzen und dass ungefähr 20.000 Eier sind, also eine ganz schöne Menge. Und die Jungen dann nachher, wie bei den meisten Tieren, mit Artemia nauplien aufgezogen werden können. Ich weiß aber nicht genau, ob es in Gefangenschaft oder in Aquarienhaltung schon gelungen ist, sondern ich glaube nur in der Wildnis. Und zum Preis dieses Fisches, die einzigen Exemplare, die ich gefunden habe, haben um die 70 Euro pro Tier gekostet. Also es ist auf jeden Fall ein etwas teurerer Fisch. Also müsst ihr euch dann zweimal überlegen, ob ihr euch diesen Fisch holt. Wenn ihr natürlich
sagt, ich finde den so schön, ich möchte mir den unbedingt kaufen, dann ist einem meistens das Geld dann auch relativ egal. Und dann war es das auch schon wieder von mir über diesen Fisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und schaut natürlich auch nochmal bei Instagram und bei Facebook vorbei. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer die Eckdaten dieses Fisches und natürlich auch die Amazon-Affiliate-Links, in denen ihr mich unterstützen könnt.